So, einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind in den Highlands bei Kleinlösch. Ein Kleinlösch mit 22 Jährchen, allerdings keine Originalabfüllung, unabhängig abgefüllt, und zwar vom belgischen Importeur The Nectar. Ja, ein Familienunternehmen, das 2006 in Belgien gegründet wurde. Und ja, die bekommen, steht hier sogar nochmal drauf, diese ganzen Fässer von aus den Warehouses von Signatory Vintage. So schaut's aus. Belgien Zoll, da sitzen die, keine Ahnung, ich kenne mich in Belgien nicht aus. Ich kenne nur Brüssel in Belgien, und das war's tatsächlich auch schon. Ja, diese Range, das ist Nectar, The Nectar of the Daily Drams. Diese Daily Drams Serie besteht oder bringen sie heraus seit 2008. Genau. Seit 2015 produzieren die wohl auch sogar einen Tonic. Ja, dieser Whisky mit 22 Jährchen ist auch nicht ganz günstig. Es gibt ihn noch. Den Whisky Base Link habt ihr ja immer unten. Gibt ihn für 280 Euro in Holland. Ich glaube, 2,50 war der Ausgabepreis, wenn ich mich nicht irre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall für 2,80 bekommt ihr wohl nur die Flasche. Ja, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Ob es Fassstärke ist, weiß ich nicht. Schreiben Sie hier nicht drauf. Ich gehe mal davon aus, mit 56,7 Volumenprozenten. Und ich habe mir sagen lassen, es ist ein Refill Sherry Butt. Destilliert 1995, abgefüllt 2018. Ja, bei der Kleinlösch Distillerie. Mehr gibt es dazu tatsächlich nicht wirklich zu sagen. Ich habe mir ja vorher eingegossen, dass er ein bisschen atmet. Ah, Mahagoni-Bernstein. Schöne Farbe. Denkt dran, Farbe ist nicht alles sagen. Ja, und Kleinlösch selbst seit 1967 produzieren die. Und da werden ja die Lagerhäuser von Brora, Ex-Brora, 1983 geschlossen, benutzt. Und Kleinlösch als Originalabfüllung regelmäßig verfügbar, gibt es ja nur den 14-Jährigen. Jetzt fällt mir kein anderer mehr ein, also den 14-Jährigen. Und ansonsten viel unabhängig abgefüllt, die produzieren viel für die Blendindustrie. Ich spreche zu schnell, ich muss langsamer werden. Aber nichts getrunken, keine Sorge. Ohne Wasser wieder, ohne Wasser. Hier wird nicht rumgespielt. Oh, ein Glas voller Rosinen. Voller Rosinen. Ganz klar Sherry. Überreife Orangen. Kennt ihr das, wenn Orangen schon ein paar Wochen rumliegen und dann werden sie so ist schon ein bisschen matschig, muffig. So in diese Richtung geht das. Trockenfleisch, Tabak. Ja, und selbst wenn man jetzt die Nase so hat, vom Brennereicharakter, selbst wenn ich ihn hätte jetzt, vom Kleinlösch, selbst wenn ich ihn hätte, ich glaube, da kriegst du nichts mehr. Das ist einfach nach 22 Jahren. Aber, obwohl so lange in einem Sherry-Butt, das hat man ja öfters mal, keine Schwefelnote. Das ist ganz gut. Ja, Alkohol geht noch gerade durch. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Nase. Es kann ganz kurz beißen in den Schleimhäuten, aber geht. Ja, und dann kriegt man natürlich so diese typischen Aromen noch im Hintergrund, so diese Zart-Bitter-Schoki, Kakaopulver. Wundervolle Süße, volle Nase, sehr stark ausgebreitete Glas. Ich habe wirklich noch nichts getrunken. Kleidet das die ganze Nase, das ganze Glas aus, es ist sehr voluminös. Gut. Dann wollen wir. Hm.
extremer Sherry. Kleidet den ganzen Mundraum aus. Würze. Speichelfluss setzt sofort ein. Noch mehr Würze. Süße. Ja, und dann diese typischen Gewürze und Muskatnuss, Zimt. Dunkle Frucht. Ja, gewaltigt. Voll im Mund. Lang im Abgang erhält sich, jetzt kommt diese Kaffeenote durch, Kakaonote durch. Ganz zarte Trockenheit, immer noch kein Schwefel, nichts in der Nase. Gewaltig im Mund, richtig doll. Und? Ich finde jetzt so, wo er langsam verblasst, kriegt man so eine zarte Eukalyptusnote. Ballert. Wuchtig. Wuchtig, gut. Ist schon Qualität. Ist schon geil. Für Sherry-Fans, ja. Aber 280 wäre mir zu viel. 280 wäre mir wirklich zu viel. Für 2,80 brauche ich noch so irgendwas, noch, was mich noch mal ein bisschen kickt. Hohe Qualität, richtige Granate, alles gut. Ist viel Geld. Wie gesagt, kleinlich würde ich hier nie, ich würde gar keine Liste hier erkennen. Ich würde irgendwie auf, keine Ahnung, auf was ich tippen würde. Irgendwas, was ich sonst wahrscheinlich nicht trinke. Aber das ist ja sowieso schwer mit diesem Reihcharakter und blind erkennen und so weiter. Wollen wir nicht übertreiben. Ja, Hubschrauber geht wieder los. Nee, geiler Stoff. Nur leider zu teuer. Aber ansonsten... Teuer ist teuer. Aber Signatory Vintage hat eh geile Sachen. Alter, ne? Ja, ich hoffe, das war nicht zu langweilig vor. Das ist so eine Flasche, die ist nicht so gang und gäbe, ne? Von Nectar Daily Dram. Es gibt einen 23-jährigen irgendwo im Shop, habe ich gefunden davon. Das wird genau das gleiche sein. Mhm. Gut. Freue mich auf eure Kommentare. Hoffe, ihr hattet euch ein bisschen Laune. Ich denke, das war's jetzt und wir schauen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss.